Hallo und willkommen zurück zum versprochenen Schieberätsel-Dungeon, die Höhle des Eises. Tempel des Eises. Eiseskälte gefunden. Natürlich finden wir in einer Truhe Eiseskälte. Und verkloppen Pinguinisten. Das läuft gut. Wir sind, glaube ich, eine ganz gut ausgerüstete Gruppe. Aber wir können gleich trotzdem mal wieder das Team verändern. Und auch wenn Genius hier alles alleine wegrockt, können die anderen immer ein bisschen Training gebrauchen. Wir nehmen mal die beiden mit. Colette hat auch irgendwas Neues gelernt vorhin. Mithril-Handschuhe. Nehmen wir. Ah. Okay. Die Lederhandschuhe sind genauso gut wie die Pinguin-Handschuhe. Oder umgekehrt. Enemies. Was seid ihr denn für hübsche Wölfe? Hundis! Die finde ich toll. Dürfen die anderen nicht angreifen? Nur dann nicht. Dann halt nicht. Einer ist weg. Nice. Ja. Oh ja. Ich erinnere. Ich erinnere sowas von. Nicht die Lösung, aber das grundsätzliche Setup. Wir müssen die Eistropfen gefrieren. Haben dann einen Block. Können mit diesem Dinge tun. Das zum Beispiel nicht. Aber das. Tada! Hä? Okay, wir gucken nochmal. Da ist ein Stein, da ist einer, da und da. Das werde ich gleich wieder vergessen haben. Eiswürfel, holt euch eure Eiswürfel. Lobo. This is gonna be a piece of cake. Es ist ein Yeti. Der ist auch süß. Der ist echt ziemlich süß. I do like that. I was just warming up. Freeze. Freeze. Freeze off. Danke. What? Es will einfach nicht gefrieren. Der Wasserfluss ist zu stark. Wir müssen uns was anderes überlegen. War da nicht jemand in Flanor, der behauptet hat, dass Celsius Träne einfach alles gefriert? Ja, stimmt. Genau. Dann suchen wir doch nach Celsius Träne. Er hat gesagt, sie sei in den Eishöhlen. Erinnerst du dich? Klar. Jawohl, und das hier sind die Eishöhlen. Wo
Wusstest du, dass du vergiftet wirst, wenn du Celsius Träne anfasst? Das wusste ich nicht. Das war ein Witz, sie ist nicht giftig. Du verbrennst dich bei Berührung. Deswegen braucht man ja die Pinguin-Handschuhe, damit man sich nicht verbrennt. Wir haben doch die Pinguin-Handschuhe, also holen wir uns Celsius Träne. Das ist der Plan. Die Frage ist, wo holen wir uns das? Where do we go? Where do we come from? Cotton Eye Joe. Output should be sufficient. Yes, it should. Ich glaube, Rain wird uns jetzt tatsächlich bis zum Ende des Spiels begleiten dürfen. Die muss immer weiter leveln als Heilerin. Mithril-Rüstung geht uns ziemlich gut. Ihm jetzt auch. Darf unsere alten Sachen auftragen. Wie bei Geschwistern. Von hier komme ich. Von hier komme ich? Nein. Komme ich nicht. Wollte schon sagen. Don't worry. Leave it to me. Punishment. Hunting beast. No. Wise Falcon. Parable. Item. Tate. No. Ich finde es schön, dass wir inzwischen konstant um die 300 Schaden machen mit jedem Treffer. Ja, kurz und schmerzlos. Rein. Was ist hier noch? Oh shit. Oh, wir sind wieder am Anfang. Das war der Notausgang. Na gut. Don't worry. Leave it to me. Rising Sorry. Hat er mich mit seinem Schneeball aufgehalten? Mach mal dein neues, Colette. Was hast du gelernt? Irgendwas mit Cross. Gefahren werden mit heiligem Licht abgewehrt. Ja, oder auch nicht. Die anderen waren zu schnell. Hier geht's noch nicht hoch. Das haben wir. Warum sind wir denn vorhin nur nach rechts gegangen und haben nicht oben geguckt? Das ist doch Quatsch. Birdie. 50% output should be sufficient. By Tempest! Tate! Light! Photon! Tate! Tate! Sorry, infliction! How hammer! So. No! By Tempest! Tate! Light! Photon! Infliction! How hammer! So. No! By Tempest! Ach, komm schon runter, Lady. Danke. Jetzt wollen wir mal hier reingucken. Aha. Erfahrungsgemme. Das ist also Celsius Träne. Das muss hier wohl sein. Also müssen wir jetzt die Pinguin-Handschuhe benutzen.
Genau. Celsius Träne gefunden. Wir könnten sie auch dem Typen bringen, der jeden Preis zahlt. Nur so eine Idee. Not much of a specimen. Au. Au. Ich wurde gerade zweimal, dreimal unterbrochen. Glaub, es hackt, ey. Was geht mit euch? Hört auf, mich immer zu unterbrechen. Seems so. So it seems. Okay. Dun, dun. Jetzt kommt das Rutscheschieberätsel. Das ist ja so ein Spaß. Was? Das ist frech. This is gonna be a piece of Rising Falcon. Finde ich sehr gut. So. Ich werde gerade sehr still, ne? Ich bin ziemlich müde. Glaube ich, am Anfang der Aufnahme schon mal was gesagt zum Thema. War eine anstrengende Woche. Okay, jetzt können wir zur anderen Seite. Also nicht Anfang der Folge, sondern tatsächlich Anfang der Aufnahme. Das hier ist jetzt schon die vierte Folge. Ich weiß noch, dass ich hier beim allerersten Mal durchspielen ewig rumgerutscht bin und überhaupt nicht gecheckt habe, wie das Rätsel funktioniert. Jetzt habe ich eine ziemlich gute Vorstellung, ehrlich gesagt. Das war doof. Bringt das was? Das hilft mir auch nicht so richtig doll. Es ist ja wie früher. Vielleicht so? Nein. Reset. Folgen einfach mal allen möglichen Wegen, die es so gibt. Ich werde die Aufnahme jetzt nicht beenden, ohne dass wir das gelöst haben. Außerdem ist es noch viel zu früh. Was rede ich denn von beenden? So ein Quatsch. Das Gefühl, das habe ich alles schon ausprobiert. Kann ich denn da landen, das sinnvoll ist? Müsste ich von da kommen? Ist schwierig. Um da reinzukommen, muss man rechts neben dem her. Wie kommt man da hin? Ha.
bin gerade echt ein bisschen überfordert und ich weiß nicht daran, nicht ob das daran liegt, dass ich einfach nur müde bin. Was definitiv ein Faktor sein kann. Oder ob das Rätsel einfach echt knackig ist. Also ihr habt verstanden, ne? Man kann immer nur in eine Richtung sliden und dann sich nicht mehr bewegen für einen Moment. Shit. Da war ich doch schon. Wo ist der Fehler in meiner Logik? Wahrscheinlich, dass ich versuche anzunehmen, dass das Spiel logisch wäre. Ach, Kacke. Ich glaube, an der Stelle mache ich mal einen kleinen Cut. Ich probiere hier weiter rum. Ich lasse die Aufnahme einfach weiterlaufen. Und hoffe, dass es dann funktioniert. Einmal anders hingesetzt. Ja, ich glaube, so machen wir's. Und ich fahre hier immer im Kreis und das bringt mich gerade überhaupt nicht weiter. Es sei denn, ich will noch eine Sache testen. Oh, Schnee. Oh, ist das kalt. Leute, ciao, Eiszapfen. Oh, wow, du hast recht, die sind hier riesig. Warum seid ihr denn so aufgeregt? Wir sollten schnell den Pakt mit dem Elementargeist schließen und hier verschwinden. Ernsthaft. Ich glaube, wenn man älter wird, hasst man die Kälte oder die Hitze. Ich meine, ich fühle mich pudelwohl. Hey, ich bin erst 19. Auf so etwas werde ich erst gar nicht reagieren. Mir ist überhaupt nicht kalt. Überhaupt nicht. Guck mal, der zeigt nach rechts. Der nächste zeigt nach unten. Oder nach oben? Nee. Nee, das ist nicht die Lösung. Schade. Ich glaube, ich friere gleich fest. Du beklagst dich selten über die Temperatur. Ich mag es, wenn es warm ist, aber ich hasse die Kälte. Du solltest dich wärmer anziehen. Was musst du gerade sagen? Du müsstest doch schon blau gefroren sein. Ich habe mich an die Kälte gewöhnt. Ich vermute, Kinder sind anpassungsfähiger. Ja. Ja. Während wir hier schlittern, höre ich mal kurz auf zu kommentieren. Ihr verpasst also nichts. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, sage ich mal. Oh. Okay. Willkommen zurück, Leute. Wir haben Rosmarin gefunden. Jetzt ist nur die Frage. Wenn ich den nehme, dann sabotiere ich mich wieder. Dann muss es ja eigentlich der hier sein. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ihr wollt aber gar nicht wissen, wie lange es gedauert hat. Da reden wir besser einfach nicht drüber. Oh nein. Ich hätte mir merken müssen, in welcher Reihenfolge die gucken. Der nach links. Rechts, rechts, unten. Links, rechts, rechts, unten. Okay.
gar nicht drehen müssen, doch. Die Antwort liegt im Blickwinkel. Das muss ein Hinweis zur Öffnung der Tür sein. Was soll das für ein Blickwinkel sein? Gut, dass ich zuerst die Statue angetatscht habe. Es gibt keinen Safe Point. Wir Safe Pointen nicht in Eishöhle. Eishöhle Safe Pointet dich. You who possess the right of the pact. I am Celsius, one who is bound to Mythos, the hero. I seek a pact with Celsius. I ask that thou annulst thy pact with Mythos and establish a new pact with me. You seek a pact with me? How amusing. Let's see if you can handle me. Bitte formiere dein Team. Machen wir. Wir machen hier den Klassiker, ne? Celsius und Fenrir. Show me your power. Was hat denn der Papi? Papi hat 12.000. Und sie? 17. 18. Das ist okay. Dann hätte ich gerne ein bisschen Mana. Oh, sie kann auch Beast. Au. Ja, dass Feuer ihre Schwäche war, ist doch irgendwie logisch. Das hat euch jetzt nicht wirklich überrascht, oder? Gina, kannst du bitte mal unsere Heilerin retten? Danke. Ha. Dann machen wir sie erst zu Ende. Okay, wir müssen einmal wieder beleben. Ja, Dad wird nicht so böse auf uns sein. Cool. Danke. Okay. Das ist in Ordnung. Ja, Genius. Du bitte noch mal dahin werfen. Yes, you did. Und dein Hundi ist auch gleich noch dran. Warum stellst du dich zum Casten eigentlich hier vorne zum Gegner, Rain? Ey, du bist selber schuld. Nice, Genius. Ich weiß schon, warum ich den kleinen Mann immer mitnehme. Excellent. It would appear that my freezing chill is but a summer's breeze to you. Now, speak your vow. A vow worthy of my power. For the sake of creating a place in which the two worlds no longer must sacrifice one another, I ask that thou grant me thy power. Understood. Use my power well.
da. Now all we have to do is make a pact with Ifrit and we'll be able to sever the mana flow. All right, we're counting on you for the next one too, Sheena. You got it. You got it. I see you. Summon ice.